schon der Titel des Stücks nennt eine Art Codex, also Cavalleria Rusticana. Und nach diesem Codex lebt das Kollektiv in diesem Dorf. Und dieser Codex ist sehr ein rigoroser Moral- und Ehrkodex. Und dann gibt es halt welche, die ausscheren. Und die ausscheren, die werden, da gibt es tribunalhafte Szenen, wo sie wie in einem Tribunal angehört werden, was sie denn zu sagen haben. Interessant und auch im Unterschied zu dem anderen Stück Pagliacci werden dieser Code wird nie hinterfragt. Die Leute leben danach und es wird nicht hinterfragt. Genauso wie ihre Religiosität. Und auch wenn es durchaus so ist, dass Leute darunter zu leiden haben. Der Einzelne ist frei, wenn er das tut, was alle wollen. Und das ist eigentlich, oder der Einzelne ist frei, wenn er nach den Regeln lebt, die vorgegeben sind und die nicht hinterfragt werden. Und das kann man auch auf der Bühne sehen. Also eigentlich kann man fast sagen, dass die Hauptfigur von Cavalleria Rusticana ist dieses Kollektiv, was permanent anwesend ist. Sehr spannend ist das, dass in der Cavalleria Rusticana die Moral der Gesellschaft mit sehr starker Religionrolle geprägt wird. Die Moral dieser Gesellschaft ist die Ursache, wieso dann die einzelnen Schicksale, so wie im Beispiel von Santuzza, dann wirklich so dramatische Züge annehmen und so tragisch enden. Also in Cavalleria ist die Religion wird nicht hinterfragt, gar nicht, sondern sie ist einfach wie ein Naturgesetz ist sie dort. Und in Pagliacci spielt die Religion insofern eine Rolle, dass sie um Aufmerksamkeit buhlen muss. Also man kann sich vorstellen, dass man in einer Art aufgeklärteren Welt lebt und diese jahrtausendalte Religion, die da vorhanden ist, zu Beginn des Pagliacci kann man sehen auf der Bühne, wie dieses Weltenfresko im wahrsten Sinne des Wortes auf abstürzt, der Himmel stürzt ab, fällt auf den Boden der Tatsachen, auf die Erde. Und die Figuren kullern da quasi raus wie in einer grotesken Himmelsshow. Pagliacci wird die Rolle des Canio sehr zentral und sehr besonders für mich ist das, dass der Canio ist nicht nur ein verletzter und betrogener Ehemann, sondern er ist gleichzeitig ein Künstler. Also die Commedia in der Pagliacci kann ich vielleicht so beschreiben, dass ich denke, dass eigentlich die größte Commedia humana, kann man vielleicht sagen, dass das wahre Leben ist.
Wir sehen dort die Neta, die man davor eben in dieser grotesken Himmelsshow gesehen hat, bei sich zu Hause, in ihrer Küche, einsam, traurig, und wird dort heimgesucht von diversen Liebhabern. Und dann kommt ihr Ehemann nach Hause und stellt sie zur Rede. Und man weiß nie, glaube ich, als Zuschauer, wie das auch im Stück sowieso die große Pointe und das Tolle ist an diesem Stück, ob das jetzt eigentlich eine Show ist oder ob die es ernst meinen, was die machen. Und dieses Stück wird eigentlich zum Symbol, oder zu einer Quintessenz von Rolle des Künstlers in seinem eigenen Schicksal auch. Also wie weit der Künstler gehört sich selbst und ab wann, wenn er diesen Beruf auswählt, beginnt er schon dem Publikum und seine, wirklich seine Kunst, der er dient, zu gehören. Dann gibt es konkret eine Figur, die weitergeht in dem Stück. Der Alfio, der ja ein Mörder wird im Cavalleria, und dann kann man ihn sehen, in der Pagliacci, er ist eigentlich zu Beginn die gleiche Figur, ein gebrochener Charakter. Dass sich Figuren verlieren im Schein oder Sein. Ob sie jetzt, irgendwann wissen sie selber nicht mehr, wer sie sind. Sie sind manchmal, sie spielen halt etwas und dann haben sie doch echte Gefühle, und das betrifft in Pagliacci fast alle Figuren, worunter sie alle leiden, und dass man, die verlieren sich in einer Fake-Welt, wo sie denken, es macht ihnen nichts aus, ein Gefühl, da macht es ihnen doch was aus, und andersrum. In der Mitte der Komödie beginnt sich die ganze Musik wieder zurück in die spannende Realität zu ändern, die allerdings nicht mehr zu verhindern ist, und kommt wirklich zu einem sehr tragischen Abschluss. Man kann sich diese Musik wirklich nicht entziehen, auch egal wie viel Mal man das hört, trotzdem packt das wirklich jeden.